Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Video auf meinem Kanal, zu einer neuen Runde Cosmetier. Hallo. Ich habe ein Schiff gebaut. Dauert. Hast du schon gesetzt? Nein, es lädt immer noch. Ja, ich kann nämlich extrem, ich verstehe dich kaum. Ah, jetzt sehe ich. Ach so, wow. Ist das denn ernst? Du hast einfach nur Besatzung mit Kanonen und Reaktoren gebaut. Du hast halt nicht mal Munition für deine Schiffe. Hä, Für warum? deine Ich Kanonen. brauche doch keine Munition. Doch, die brauchen Munition. Dann? Also, die brauchen Energie. Ja, Energie, aber keine Munition. Ich möchte mal kurz so sagen, bei mir ist das Schiff immer noch nicht gespawnt. Jetzt ist die Also, Verbindung gesprungen. bei mir ist das jetzt aufgeploppt und es ist noch nichts operational. Also die Antriebe sind schon so halb wie, also es ist alles gespawnt. Der Kontrollraum ist aber noch nicht da. Versuchen auch So, nochmal ich ein neues packe. Schiff. Das wird sehr. Ich denke, ich bin fertig. Ich bin noch nicht fertig. Bist du bereit? Das sieht irgendwie das Schiff auch aus der Nein. letzten, wie das Schiff aus der letzten Folge, muss ich sagen. Ja, nur dass es deutlich besser ist. Glaube, mein Schiff hat auch ein bisschen Ähnlichkeit. Ich habe was vergessen, ich Idiot. Das ist eins, also solche Schiffe sind halt eine Art meiner Lieblingsdesign. Weil sie sehr leicht zu bauen sind und trotzdem sehr stark sind. Ich habe was Das vergessen. Ding Mein Schiff kann gar nicht ist die Kanone. bremsen. Mein Schiff muss gar nicht bremsen. Ach so, aber es hat Bremsen auf jeden Fall. Wie teuer ist dein Schiff? Okay, ich habe aber auch die teuersten Kommandoräume, also. Du hast den 5-Sterne-Kommandoraum genommen? Ja, dreimal. Ich habe auch mal dreimal gemacht. Ja, wieso nimmst du denn den 5-Sterne-Kommandoraum? Wir dürfen sowieso Oh, nur okay, maximal zieh Tech. 12.000 davon ab. 12 Millionen. Den hätte ich immer Warte, noch mein zu. Schiff. Mein Zimmer noch zu. So, dein Schiff kostet mi minus 12 Millionen, dann ist dein Schiff bei ungefähr 7 Millionen. Ne, Und 9. mein Schiff kostet, also unsere Schiffe kosten ungefähr gleich viel. Da meinst du 2 Millionen mehr bei 21 minus 12 ist nicht 7. Also wenn du, ach nee, 9 Millionen. Ja, Oh, ich bin. okay, die schießen schon, meine. Aber können die Punktverteidigungssysteme von mir nicht die aufhalten? Okay, das macht absolut gar nichts an meiner Panzerung. Und die Schilde juckt das eigentlich auch irgendwie. Hä? Wofür hab ich die Shield Array Teile geholt, wenn sie nicht
Junge, ihr seid dafür da, um die Schilde zu powern. Die Shield Array Codes haben einfach gar nichts gemacht. Ihr werdet mit Energie beladen, um die Schilde zu schützen und nicht um euch selber zu schützen. Okay, mein Schiff ist der größte Fail der Geschichte. Yep. Das hat halt gar nichts ausgehalten, das hat nicht mehr geschossen. Mein Schiff hat halt nicht eine einzige Kugel gefeuert oder so. Jetzt könntest du aber rein theoretisch angreifen und es funktioniert das auch nicht mehr. Junge, wie die Leute einfach immer fliegen. Ey, ihr sollt auf die eine Kanone ballern. Die schießen irgendwo keine Ahnung hin. Ja, das sieht. Also, das ist okay. Wie er trifft. Es hat geschossen. Armes Besatzungsmitglied, das in der Kanone drin saß. So, als nächstes kommen die Shield Array Codes, die so viel Leben haben, dass du Ewigkeiten brauchen wirst, um sie kaputt zu kriegen. Ich find's geil, wie du so absolut gar keinen Schaden an meiner Panzerung machst. Ich weiß nicht, was mein Chef da macht, also. Die Punktverteidigungssysteme haben doch auch, können auch schießen rein theoretisch, warum tun die es nicht? Ich nehme das mal als Sieg. Weil mein Schiff scheinbar zu dumm war, um die scheiß Schilde zu beladen. Ich habe scheiß Blöcke gebaut, die dazu da sind, um Schilde zu beladen. Und was machen sie? Sie beladen sich selbst. Jetzt setzt mal dein eines Schiff, wogegen ich letzte Folge verloren habe. Dein Schiff hat nicht mal Schaden genommen. Ich war ein bisschen. Setz deins mal. Ja, einfach nur noch die Panzer überlebt hat. So, da. Erkenne den Unterschied. Das hat auch nur normale Panzerung, nicht die. Ja, wow, gegen ein Schiff, das aus Point-Defense-Systemen besteht. Die Point-Defense-Systeme machen aber keinen Schaden. Die machen auch Schaden. Wieso sind wir auf Fallraketen? Nächste Raketensalve, die wieder überhaupt nichts bringt. Und das kommen die Schilde überhaupt durch? Kommen die Schilde eigentlich durch? Nee, die zerstören die Schilde einfach nur. Deine Bewaffnung ist krank. Setz mal dein anderes Schiff, dieses. Ich hab auch eine Idee, was ich setze. Das Schiff wird gegen mich gewinnen. Das hier. Warte, setz es. Dann machen wir das andere Schiff weg. Oh nein. Angriff! War das nicht das mit den. Nicht das mit den Atomraketen? Oder war das mit den Atomraketen, die das Spiel crashen? Das Schiff habe ich vor Ewigkeiten mal gebaut. Dann remove mal dein eines Schiff. Wenn man es noch Schiff nennen will. Feuert! Wir move wieder so, ein Schiff, hier. Okay? Also das, was du noch davon Schiff nennen willst. Und jetzt fliegt die Hölle auf dein Schiff zu. Da
können auch deine Point-Events aus dem nichts gegen tun. Ja, doch, ich glaube schon, oder? Dein Ding schießt, aber das bringt nichts. Dreh dich schneller, Luft, so scheiß Teil! So, jetzt drehst du dich schneller. Stimmt. Du drehst in die falsche Richtung! Weil die Point-Systeme können die nicht auch abwehren? Es sind doch Raketen, aber Raketen können nur davon abgewehrt werden. Ja, das sind die Point-Defense-Systeme werden gleich auch drauf schießen und dann zerteilen sich die Raketen in Minen und die Minen richten noch mehr Schaden an. Ja, jetzt glaube ich. Okay, ich glaube, ich werde nicht komplett getroffen. Wusch, Minen! Was? Wieso hat das nichts gemacht? Nice. Und die Minen werden auch zerstört. Aber die Minen haben auch nichts gemacht. Ja, ich hab da ultimative Waffe gegen dieses Schreckschiff. Was zur Hölle passiert bei meinem Schiff? What the fuck? Warum? Du hast irgendwas mit meinen Raketenwerfern gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwas getroffen. Nein, da irgendein Geschoss von dir oder so. Hat vielleicht irgendein Geschoss da irgendwie die Seite getroffen, wie auch immer das möglich ist? Die haben die Panzerung getroffen, oder? Hä? Du hast Selbstzerstörung gemacht. Ich weiß. Warte, ich mach kurz Clear Deb. Nein, nicht Clear Everything, Clear Debris. So, jetzt habe ich nämlich noch einen Gegner für dich. Bitte aber nehmen. Diesmal trifft dieser Gegner auch. Nein, nicht das Teil schon wieder. Ja, und alles muss. Ah, naja, leck mich doch. So, euer Ziel ist wie immer der Kommandoraum. Der Welter. Und Feuer! Hauptsache, es muss halt alles beladen werden. Alles muss beladen werden, die ganzen Point-Event-Systeme sind offline. Ja gut, viel Spaß. Okay, die werden auch beladen, die werden wieder beladen. Nice. Ich kann überleben. Ich habe gerade ein bisschen Angst, weil die Raketenteile wieder zurück auf das Schiff fallen. Das stimmt ja wirklich. Sind die, können die explodieren? Gehen die an den Schilden kaputt, oder? Nein, tun sie nicht. Scheiße. Ach doch, tun sie. Echt? Ja. Einfach. Hat einfach Langeweile oder was? Weil, ich wette, dass wir wieder explodieren. Wieso drehst du dein Schiff? Gute Frage. Ach so, es will sich in eine bessere Angriffsposition drehen. Los, der stört ihn! Nein! Drei, zwei, eins, und... Das würde jetzt sehr wehtun. Ich hab aber noch, ich bin noch nicht ganz tot. Ich hab noch vorher geschafft. Du bist nicht ganz tot? Scheiße, was? Scheiße. Los, zerstören wir das selbst. Wie heißt das Teil nochmal? Los, Siegfried, zerstören wir selbst. Ich kann nur überleben, wenn die Feuerlöscher benutzen. Hat sie nicht tun. Ey, sie zahlen. Benutzt die Feuerlöscher auch? Wir werden überleben, solange die Feuerlöscher lassen, wie du gesagt hast.
Ich sollte eigentlich mal die Schüsse auf einen Punkt konzentrieren. Ich glaube, das wäre schlau. Ich mach mal kurz etwas schneller. Oh, scheinbar ist ein Feuer ja da gewesen. Ja, doch, Feuer löschen, ihr Scheißteil. Setz mal bitte ein Schiff, was nicht diese Atomraketen hat. Ja, das war auch nur jetzt so. Clear everything, dann spawn dein Schiff nochmal neu und ich teste es. Ich lasse es noch gegen andere Schiffe, die ich gebaut habe, antreten. So, setz mal dein Schiff. Ich glaube, das bringt ein Spiel jedes Mal zum Abschluss. Das hat keinen Sinn. Setz mal irgendein Schiff. Soll ich setzen oder nicht? Ja, kannst du machen. Ich glaube, ich würde das Spiel wieder abschließen. Deswegen lassen wir es lieber. Da sitzt irgendein anderer Chef. Vor allem, ich kann meinen Scheiß Starship auch umsetzen, aber ich kann, also das Starship auch um bis zu eurer Info ein 1000 Blöcke langes Schiff, also ungefähr dreimal so lang wie dein Schiff, aber nicht wie etwas, was doppelt so lang und nur halb so breit ist, oder? Sehr komisch. So, was habe ich denn für komische Schiffe? Ah! Das Schiff, das wirst du mögen. Warum sitzt du So, so ich. darunter? Sitzt daneben? Bitte crash nicht. Ja, genau. Wird aus dem Schuss von dem Ding standhalten. Man weiß es nicht. Das Spiel ist bei mir gequält. Das Spiel hat bei mir die Verbindung verloren. Wieso stürzt es bei dir? Okay, dann ist die Aufnahme jetzt vorbei. Ist egal. Gut. Okay, Das war's für war diese schön, dass ihr Folge. zuguckt. Und in der Ja. Videobeschreibung findet ihr seinen Kanal, den Mod und die Version. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Hier auf dem Bildschirm seht ihr jetzt noch irgendwas, keine Ahnung was, irgendwelche Videos. Bis zum nächsten Mal und ciao.